So Leute, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5, eine neue Challenge. Jetzt werde ich den Ninja-Schule mitnehmen. Nicht wie in der letzten Mission die Tergo, weil das war echt assi gewesen, muss ich sagen. Das war echt heftig. Gut, von Dr. Blockwood Oakwood, der hat etwas zu viel Minecraft gespielt, würde ich mal meinen. Du darfst nur Ninjas benutzen und musst auf Weidenblatt-Akazien Mittel spielen. Haben wir das schon auf Mittel? Habe ich, glaube ich, schon auf Mittel gemacht, ne? Hier war's. Haben wir das nicht geschafft? Oder habe ich jetzt Koop aus der anderen Klick? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Haben wir Weidenblatt-Akazien von nicht geschafft? Moment. Ne, das war es ja nicht gewesen, das war ja die Challenge von gerade eben, das war es auch nicht gewesen, das hier. Ne, das war die Sprintstrecke. Das war das, das ist ja, oh Gott. Letztes Video natürlich, was ich angucken musste. Haben wir das nicht geschafft? Tatsache, wir haben bei Level 76 verloren, aus dem Grund, dass, ja, zu viele Keramiks kamen. Da hatte ich ja eine Map mit den Char, ach ja, stimmt. Na gut, dann machen wir es jetzt auf Mittel, dann werden wir jetzt dem Spiel zeigen, was wir darauf haben. Natürlich ohne Sprint, ohne Schnellstrecke, ist ja logisch. Sollte eigentlich reichen erstmal. So, zack. Suchen die Schuriken. So, nur Ninjas benutzen, muss auf Weidenblatt Akazien Mittel spielen. Sollte Mittel gewesen sein, habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber ich glaube, ich habe Mittel angeklickt. So, gleich den nächsten Ninja hinsetzen. Wo haben wir ihn denn? Ach, hier unten mal. Nee, hä? Doch, hier ist er. Sieht ja richtig scheiße aus, wenn der rot ist. Erkennt man überhaupt gar nicht, den Typen. Ja, die Schnellstrecke wieder rauszuholen kann natürlich ein bisschen dauern immer. Aber so ist das halt. Mhm. Ninja, die sind, wir suchen eine Shuriken natürlich. Ja, Ninjas an sich sind halt eine ziemlich krasse Klasse. Eine krasse Klasse. Ninja-Disziplin. Spitze Shuriken und Ablenkung und ja. Erstmal die beiden reichen. Mehr als die beiden braucht man erstmal nicht. Blendgranate muss ich noch machen. Den werde ich den hier unten, werde ich auf Blendgranate skillen. Für die Lead Bloons dann später. Ablenkung brauche ich auch noch nicht. Jetzt noch spitze Shuriken. Ja, noch kommen nicht so viele, dass wir die ablenken müssen. Okay. Wahrscheinlich werde ich später so eine zweite Blendgranate hinsetzen. Aber erstmal für den Anfang reicht eine bis Runde 28 müssten wir eine haben, weil sonst kommen die Lieblings. Und die können wir sonst nicht zerstören. Außer mit Ananas, aber das ist recht kacke, weil ja, lässt sich halt echt scheiße kontrollieren. Habe ich mal wieder ein bisschen meine Liste abgearbeitet. Und während dieser 5 Folgen, die ich jetzt an einer Session aufgenommen habe, kommen sicherlich wieder 25 neue Challenges. Habe ich so im Gefühl. Doppelschuss brauche ich jetzt noch. Brauche ich die jetzt schon? Mal gucken. Je nachdem, ob sie durchkommen oder nicht. Ja, nee. Kommt man nicht durch hier. Aber ich komme schon ein bisschen weiter. Ja, doof. Doch mal Doppelschuss nehmen. Hätte ich nicht tun sollen. Und 28 kommt, glaube ich, der Lead Bloon. Bis dahin sollte man die Blendgranate hoffentlich haben. Ja. Ach, Gott sei Dank. Bam. Ja, da kommen sie nämlich, die Lieblings. Gerade so, vor dieser Runde gerade so hinbekommen. Wir brauchen dann später definitiv nur eine zweite Blendgranate. Aber später dann erst. Also dieser Baum hier steht die ganze Zeit im Weg. Wie kann man diesen Baum noch nicht wegmachen? Das ist wirklich nervig an diesem Spiel hier. Überall in den Kurven sind diese hässlichen Bäume.
Mann, Mann, Mann. Das haben wir hier noch Blue Need zu machen. Dann aber den schon mal auf Maximum, den Tower. Dann sollten wir langsam mal einen anderen Tower bauen. Nur mit Ninjas. Bitburger sind nur noch 31 Runden. Ich glaube, das schaffe ich. Das kriege ich hin. Ah, nächste Challenge ist auch interessant. Die ich hier schon wieder sehe. Erstmal 2-2, kann man nichts verkehrt machen. Gut, noch eine zweite Blankgranate vielleicht hier hin. Vielleicht auf die andere Seite. Wobei, ich sollte nicht auf die andere Seite mehr setzen. Ich habe jetzt daraus gelernt. Wenn ich auf die andere Seite setze, dann können die unten nicht mehr angreifen. Und das ist wirklich schlecht. Deswegen lassen wir die erstmal. Ja, ich würde sagen, wir setzen mal hier noch eine hier hinten vielleicht hin. Das heißt, die erste Wave wird schon mal gekillt von Leads. Oder von Keramics. Und dann kann noch eine zweite Blankgranate hinterher. Wollen wir auch gleich mal auf die stärksten gehen hier. Noch einen hinsetzen am besten. Und noch einen. Aber die können alle auf Blue Need zu. Zwei Dings reichen. Zwei Blankgranaten. Absolut. Gut. So, jetzt werden nochmal. Ich glaube, das sind noch die restlichen. Die mehr brauche ich überhaupt gar nicht bauen. Oder mehr kann ich auch. Na, wobei, ich werde noch eine ganze Menge Geld kriegen. Na doch, krieg ich noch hin. Die vier erstmal ausbauen und dann können wir, wenn wir noch Geld haben, weiterbauen. Nächste Runde kommt der erste Moab. Sollte aber auch verschwunden sein gleich. Na, wo bleibt er? Da ist er. Bam! Gekillt. Easy. Suchen eine Schuriken OP. So, hier überall nochmal Doppelschuss hinsetzen. Ich werde hier hinten auf jeden Fall auch noch welche hinsetzen. Hier so schön in die Kurven rein. Hier so in die hier. Dann können wir gleich noch mal machen. Schon mal einen Platzhalter. Weil da werden sicherlich einige durchkommen. Die wir dann zurückstoßen müssen. Ah, 4000, kann man das hier machen? Oder sogar nochmal, krass, wie viel Kohle ich hier kriege. Holy shit! Gut. Dann, falls mal einer durchkommen sollte, stehen hier hinten meine anderen Ninjas bereit. Nein, das ist Ninjas so OP. Holy shit. Einfach zu krass. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich das schaffe. Diese Mission. Eigentlich lohnt es jetzt gar nicht hier hinten. Wir lassen den als Rückversicherung da hinten stehen. Hier kommen jetzt noch ein paar andere Tower hin. Gleich am Anfang die Wurzel bekämpfen und nicht erst hinten warten. So much Ninjas. Okay, da kommt doch keiner mehr durch. Der BFB vielleicht, aber auch nur vielleicht. Na, spätestens hier unten werden sie dann sowieso down. Na, so ein Affendorf wäre immer noch ganz schick, das dazu bauen zu dürfen. Ein Affendorf gibt schon wesentlich mehr Power dazu. So, krass, wie viele Challenges hier noch lauern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, 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 machen wir doch mal Blunet zu ihren. Vielleicht kommt ja doch mal einer durch, den wir zurückschießen können. Komm, hier nächster. Oh, nächste Runde, 63. Runde. Ihh. Das ist ja schon die. Das ist schön. Bei Mittel kommt immer die 63. Runde, die Abfuck-Runde. Die vergesse ich immer und immer wieder. Ich vergesse auch mal, wie schwach die eigentlich ist, wenn man das in Relation zu den anderen. Zu den anderen Missionen, zu den anderen Runden sieht. Hier 83, 78, whatever. Na, guck mal an, ja. Alle werden zurückgestoßen und kaputt gemacht. Ja, das war nicht schwer gewesen. Die Rückfallversicherung hat ja noch ein bisschen was gemacht. Ein bisschen zurückgestoßen. Ja, auch schon 500 Popcounts. 7000, 17000, 17000, 11000. Geil. Ja, die Blue Nizu sind natürlich immer wesentlich poppiger. Weil sie einfach 5 Shuriken schmeißen. Gut, es war ja keine schwierige Challenge gewesen hier. Das ist ja unfassbar gewesen auf dem Mittel. Dr. Blockwood Oakwood, das war deine Challenge gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Bloons. Mal eine kürzere Folge, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange ging sie denn? Ah ja, auf 12 Minuten ist ja auch in Ordnung. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.